Ahoi, hallo, willkommen zu meinem neuen Singleplayer-Projekt Rising World. Ich habe schon mal ein wenig geschaut. Also ich habe schon mal reingeschaut in das Spiel, habe schon mal ein kleines Lager errichtet. Wir werden jedoch neu beginnen. Und zwar genau hier. Die FPS springen wieder hier hin und her. Das ist der absolute Oberwahnsinn, Junge! Na, jetzt will ich gleich voll durchstarten. Und zwar geht es hier in diesem Spiel darum, wie in jedem anderen Early Access Survival Game, zu überleben. Und das natürlich wieder auf eine Art und Weise, wie es wirklich bloß Early Access Spiele können. In einer Art und Weise, ich kann es nicht beschreiben. Wir können Holz hacken, müssen wir ja. Wir können Holz durch den Boden schmeißen. Ja, das sind Features dieser Spiele. Das sind einfach nur Features. Nein, ohne Witz. Wir können hier, wie wir es gerade machen, normal Holz hacken. Ist klar. Ist normal beim Survival, wir brauchen Holz. Holz ist in diesem Spiel wirklich die Grundbasis für alles. Sei es Werkzeug, sei es verschwundene Holzstämme. Ja, ist noch ein bisschen buggy gerade. Ist ja noch sehr, sehr früh einfach. Werkbänke und. Wir können sogar Möbel bauen. Stühle, Tische, Sessel, Toiletten. Fackeln für die Wohnung, richtige Stromlampen. Wir können Lampen mit Strom in diesem Spiel betreiben. Richtig, Strom. Wir können Batterien später bauen. Wir können Pianos bauen, Klaviere. Wir können. Wieso packt ihr das ganze Holz? Springt das hin und her? Das ist immer bescheuert oder was? Ein bisschen höher machen, so. Wir können uns Klaviere, wie gesagt, bauen. Die kann man sogar richtig spielen. Also da ist ein Stuhl davor, dann benutzt man dieses Piano, also man setzt sich drauf und interagiert damit und dann verwandelt sich die Tastatur in das Piano. Also jede Taste der Tastatur ist eine Taste auf dem Piano. Und verdammt, Leute, das haben wir uns alle gewünscht. Wirklich alle. Dann kann man Erde, die man mit dieser Spitzhacke, warte, mit dieser, abbaut. Wow, seine Höhle. Kann man die Erde wieder aufschichten. Nicht blockmäßig, à la Minecraft, sondern richtig geil. Vortex. Und jemand, also, wem Vortex nichts sagt, hier gibt es auch Tiere, ihr seht. Wem Vortex nichts sagt, das ist, ja, wie soll ich es nennen? Das Abbauen, und ein bisschen, na, wie jetzt ist das noch ein Alpha, deswegen ein bisschen Rücksicht nehmen, dass es nicht ganz flüssig läuft, nicht ganz perfekt läuft, wie jetzt hier gerade. Wow. Vortex ist das hier. Ich zeig's euch. Also es ist nicht dieses Blöcke abbauen, sondern dieses Einbauen in die Landschaft unberechnet. Also es sind zufällige Formen, die dieses Einhacken in dieser Landschaft hervorrufen. So. Jetzt haben wir zum Beispiel schon eine kleine Höhle. Hier drinnen möchte ich auch gerne mein Lager aufschlagen, wenn wir jetzt hier ins Inventar gehen. Sehen wir, was wir alles haben. Und hier seht ihr fünfmal schon Dreckblöcke. Was ist hinten, sehe ich gerade nicht, weil es mir gerade nicht angezeigt wird. Wer weiß. Jedenfalls haben wir Crafting. Am Anfang können wir halt bloß so diese Spielereien bauen und Licht und eine Crafting Station. Dann brauchen wir Lumber. Die Lumber werden wir uns mal schnell herstellen. Die brauchen wir immer. Blöcke brauchen wir eigentlich nie. Dann werden wir uns erstmal ein Shelter bauen, dafür brauchen wir 32 Sticks. Wir brauchen 80, seht ihr, wie viel wir bauen können hier? 32, warten. So, ein Shelter bauen. Jetzt seht ihr, jetzt haben wir hier ein Zelt. Mit den Pfeiltasten links, rechts ist dieses problemlos drehbar. Seht ihr natürlich, reicht nicht. Also, heißt es, Alter hacken, feucht fröhlich. Ob es Gegner gibt, kann ich nicht sagen, da es nach meiner Testaufnahme auch keine Nacht gab. Also es wird zwar dunkel, die Sonnenstrahlen sind echt mega geil, wenn man die erst reinguckt. Also wirklich von Early Access Game richtig cool, sieht man gerade schlecht, weil er wirklich in einem tiefen Dickicht. Gucken, ob das jetzt schon rein. Ja, Rhythmus bauen, ne? das ist ein bisschen zu irre. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir uns heute erstmal draußen und wir verpflanzen uns dann nach innen später. Und zwar suchen wir uns jetzt erstmal eine kahle Stelle. Ja, wie gesagt, man kann so vieles bauen, so vieles ist hier offen.
Und wenn ihr euch fragt, hey Leute, oh hey, warum ist auf deinem Kanal kaum noch GTA zu sehen? Das liegt daran, ich bin seit 3 Wochen, habe ich mit einer schweren Grippe zu kämpfen. Man hört es vielleicht auch ein bisschen, ich bin nicht ganz, nicht gerade der Gesündeste zur Zeit. Und GTA zurzeit auch, kam ein Update raus für die PS4 vor ungefähr 2 Wochen. Seitdem spinnen auch meine Spielstände. Mal sind sie weg, dann sind sie da, dann kann ich nicht speichern, dann stürzt das Spiel mittendrin einfach ab. Also es ist doch halt alles ein bisschen buggy. Es kommt definitiv in nächster Zeit wieder sehr viel GTA. Es kommt auch sehr, sehr viel Landwirtschaftssimulator 2015 wieder. Wir sind jetzt nämlich schon zu dritt. Wir haben schon, ach, weiß ich nicht, 10 Folgen oder so schon aufgenommen. Diese werden jetzt nach und nach für euch erscheinen. Zusammen mit diesem Spiel hier. Also ich war am Anfang noch so, meiner Testaufnahme habe ich noch so überlegt, ja, machst du ein Part, machst du vielleicht nur 2 Parts, machst du vielleicht nur 5 oder 10 Parts. Doch als ich gesehen habe, also weiter vorangeschritten bin, gesehen habe, wie viel Content noch kommt mit diesen verschiedenen Werkbänken, die es gibt. Es gibt nicht nur eine Werkbank in dem Spiel, man kann die Seite machen, doch. Es gibt nicht nur eine Werkbank, es gibt zig verschiedene Werkbänke. Es gibt Öfen, es gibt Sägereien, es gibt Schneidereien, man kann Blöcke bauen, man kann schräge Treppen bauen, man kann runde Blöcke bauen, halbrunde Blöcke und. Also es gibt so viele Möglichkeiten in diesem Spiel, was man bauen kann. Und ich dachte mir, komm, das wird mein YouTube Minecraft Äquivalent. Also jeder spielt ja Minecraft und baut sich in Minecraft eine riesen Base auf. Okay, jetzt haben wir ein bisschen Grafikbugs hier, ein bisschen nachladen, das ist einfach gesagt. Und ich möchte kein Minecraft, das hat ja wirklich jeder zweite Honk. Jetzt nichts gegen die, die Minecraft spielen, um Gottes Willen, ich spiele auch Minecraft privat, sehr, sehr gerne sogar. Aber es ist einfach kein, ich kann es nicht mehr sehen bei YouTube, ich kann es nicht mehr sehen. Ein neuer YouTuber kommt, pff, Minecraft, Minecraft Video als erstes. Immer wieder ein paar Nachladeszenen. Und ich möchte dieses Spiel als mein persönlichen Minecraft, ja, Klon nicht, aber anderer Minecraft. Ich habe Rising World und ich habe gerade einen Bug. Warum willst du nicht? Ich werde hier wahrscheinlich kurz schneiden, damit ihr das nicht sehen müsst, wenn es wieder weitergeht. So, da sind wir wieder zurück. Es hat nachgeladen. Aber ich dachte, das ist verzeiht, das ist einfach eine frühe Alpha. Wir sind in der Version 0.5. weiß nicht, 1.1 oder so. Also ist wirklich sehr, sehr früh. Sag mal, sind wir im tiefen Dickicht oder was? Hier vorne könnte man vielleicht uns was aufbauen, so ein bisschen. Aber ist alles so hügelig. Ich will was ein bisschen Flaues haben. Hm. Okay, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier unser Lager auf. Gucken, was hier vorne irgendwas ist. Ja, hier so, hier so. Ah, der Palafunga. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich, wenn ich in Panik gerate, irgendwelche dummen Wörter von mir gebe. Lasst mich, ich bin sensibel. Dort. Wenn das nachgeladen hat, möchte ich dort meinen Schalter aufbauen. So, wir lassen mal kurz laden. Ich mache nochmal einen kleinen Schnitt. Da sind wir wieder zurück und ich muss mich entschuldigen. Ich hatte einen Bug. Dieser Bug sah vor, ich glaube, ihr habt es doch gesehen, ich weiß nicht, ob ich es rausschneide, lass es waschen, dass ich durch den Boden falle. Richtig. Da kam Höhlen und Höhlen und Höhlen und Höhlen und Höhlen. Nach der letzten Höhle kam mein Tod. Bin einfach aufgeklatscht. Ich war wie ein Gummibärchen, was von der Tischkante fällt. Ich war sofort tot. Alter, das ist doch... Wir haben natürlich noch nichts großartiges gebaut. Ich werde jetzt diesen Holzstamm zu Gemüte führen. So. Dann werden wir jetzt hier einfach unser Shelter richten und ich zeige euch mal kurz so grob... Also Shelter werde ich jetzt noch nicht bauen, aber ich werde euch grob zeigen, was man alles so bauen kann. Und zwar brauchen wir dort für eine... Wow!
So. Was wir dafür brauchen, ist Platz! Alter, was ging jetzt ab? What the fuck? Ich hab mir Schaden zugefügt. So. Wir werden es jetzt hier durchpullen. Und ja, wie gesagt, sorry, dass ich euch in diesem Part wirklich echt noch nicht viel zeigen konnte. Denn ich werde jetzt hier einen kleinen Schnitt machen. Und wenn ihr mehr von dem Spiel sehen wollt und genauso begeistert seid wie ich, dass ich hier hängen bleibe. Warte, ich werde jetzt hier kurz eine Werkbank bauen. Und werde euch das mal kurz demonstrieren. Crafting. Ressourcen. Lumber. Vollbauen. 7 Stück haben wir. 28 Stück. Können wir schon eine Werkbank bauen? Wir brauchen Lumber dafür. Haben wir doch. So. Werkbank bauen. Wir bauen nämlich hier jetzt eine Werkbank hin. Und dann zeige ich euch mal schnell, was wir bauen können. Und dann werden wir im nächsten Part, das ist nochmal so ein Einführungsvideo gewesen, damit ihr genau wisst, worum es geht. Und ab nächsten Part geht es dann richtig los. Werkbank wird hier gebaut. Einfach schief und krumm, ist jetzt egal. So, mit F kann man reinwählen und dann kann man hier Lichter bauen. Lampen. Gartenlampen. Fackeln. Und. Kompass, Uhr. Tools, Spitzhacke. Auch Spitzhacke. Spitzaxt. Axt. Sichel. Jagdmesser. Nudelholz. Sense, Rechen, Vorschlaghammer, Waffen kann man sich bauen, Poster, Mülleimer, Craftstation haben wir, die Workbench, die Blockbench, eine Säge, ein Amboss kann man auch so bauen, das ist umsonst, ein Ofen, dann hier ein Webstuhl und Leiter natürlich auch, was ich richtig geil finde, in verschiedenen Größen, wie hier, oder auch wie Werkbänke oder Poster, geht's auch hier. Es gehen verschiedene Farben. Dieses geht auch mit Werkbänke. Man kann Werkbänke verschiedene Farben geben. Jetzt gucken wir uns mal kurz hier den. Hier ist noch der Amboss. Ich klatsche mal hier hin. So, dann können wir dann hier Eisenrohre machen. Oder hier für unsere Waffen Morgenstern und sowas. Alles die Köpfe machen, wo dann unsere eigenen neuen Werkzeuge und Waffen bauen können. Jetzt gucken wir uns mal schön den Sonnenuntergang an. Ob wir irgendwo sehen. Natürlich nicht, wenn wir mitten im Wald. Also Leute, wenn euch dieses Video irgendwie gefallen hat, ich weiß, es war ein bisschen chaotisch, aber das sollte mehr als Einführung für euch dienen. Lasst mir ein Abo da, kommentiert dieses Video, teilt dieses Video, verfolgt dieses Video, das kommt jetzt wirklich täglich. Oh, ich sehe gerade dort, wir haben uns ja Knochen gebrochen. Nice. Man kann sich Körperteile brechen wie beim DayZ. Ich hoffe mal, man muss sich da ein bisschen so Verbandzeug dann vielleicht später bauen, aus Webzeug, vielleicht so ein bisschen Verband häkeln, stricken. Ich weiß nicht, was da alles gibt. Aber liebe Leute, schaut mal dazu. Täglich gibt es jetzt dieses Video. GTA kommt wieder, Landwirtschaftssimulator, Landwirtschaftssimulator 2015 wird wieder folgen. Und ja, habt Spaß in meinen Videos und bis zum nächsten Mal.